So, hi und hallo mal wieder. Ja, heute ist Mittwoch. Das bedeutet bei mir De Augustinitag, wenn mein Zeitschriftendealer es bekommen hat. Und es hat es mal wieder. Und was? Natürlich Star Wars. Bau deinen X-Wing. Ausgabe 65. Ja, und die kostet immer noch 11,99 Euro, also rund 12 Euro für eine Ausgabe. Und diesmal, naja, ist der Bau- und Bastelspaß. Wie immer. Aber man freut sich trotzdem immer wieder. Ich ärgere mich auch immer an die ganz kleinen Sachen. Aber hinter das Gesamtbild, es passt. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an, die Ausgabe 65 auszupacken. Wie gesagt, das ist das Bauteiletütchen 65. Und ihr seht schon, einmal eine große Plastik, einmal was Kleines und vier Schrauben. Nein, drei sogar nur. Drei sind da nur drin. Das war's. Gucken wir natürlich gleich erstmal rein. Jetzt blättern wir natürlich erstmal in das Magazin drin rum. Ja, das ist Kult. Das uralte Lego System Star Wars Set mit der Nummer 7150. Ja, von 1999. Da konnte man sich das noch einigermaßen leisten. Jetzt ist es ja richtig teuer geworden. So alte Lego-Sets. Hier. Ja, ist schon nicht schlecht. Cockpit von innen. Naja, das Magazin ist gleich alle. Eins, zwei. Oh, doch nicht. Einmal die Bauteilchen. Ihr seht es schon, einmal zwei Plastik, drei Schrauben. Dann eine Seite, Bastelspaß. Nehme ich gar nichts. Dann schon die Werbung von 66. Hallo. Was ist das? Das geht ja gar nicht. Packen wir mal das Bauteilchen. Tütchen aus. Das ist ja diesmal wirklich ein Witz. Hätte ich jetzt meine Sachen hier, den Schraubenzieher und alles, könnte ich das natürlich vor die Kamera zusammenschrauben. Aber so muss ich das Video wirklich einmal unterbrechen. Und das kommt einfach nur. Ich schau mal eben, die Ecken kommen nach dahin. Und dann kommt es einfach nur. Nein, das war zu tief. Das war zu tief. So, jetzt muss ich das natürlich vorsichtig wieder abziehen. Ups. Ich werde natürlich das Video jetzt mal eben schnell unterbrechen. Es wird nicht lange dauern. Eben meine Sachen zusammensuchen, dann zusammenschrauben, wie es wirklich kommt. Und melde mich gleich wieder. Und diesmal gibt es nicht, worauf man achten muss. Also bis gleich. So, und das hat ja diesmal so lange gebraucht. Von drei Schrauben hat man nur zwei verwendet. Das war's. Also im Prinzip könnt ihr euch das wirklich sparen. Packt es weg für die nächste Woche zusammenzusetzen. Aber da ich ja jede Woche was zu basteln haben will, okay, diese Woche habe ich zwei Schrauben reingeschraubt. Mehr ist wirklich nicht. Freuen wir uns natürlich jetzt, und freuen ist ja was anderes, auf die Ausgabe 66 nächste Woche Mittwoch. Und das ist nur ein einziges Plastikstück. Das sieht auch so aus wie die Unterbohnen von der Kanzel. Gehe ich mal von aus. Aber das hier in Ausgabe 65, zwei Schrauben, bisschen Plastik, 12 Euro, wenn man das immer umrechnet. Nein, geht das natürlich nicht. Aber das Konzept, wissen wir, ist es immer teurer. Aber es macht Spaß. Aber das fertige Produkt wird bestimmt hoffentlich top aussehen. Aber wie gesagt, ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Und alle Abonnenten von De Augustini. Es ist 65. Normalerweise müsste es jetzt wieder bei euch passen. Müsstet ihr jetzt auch bei 65 sein? Oder hat sich da euer Lieferant verspätet?
Habt ihr Probleme, so wie die ganze Zeit bei welche das war? All das könnt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich auch posten, kommentieren, dass die das auch sehen, dass die vielleicht nicht nur Probleme haben, auch in anderen Stadtteilen. Aber nichtsdestotrotz, das war mal wieder mein Mittwochsvideo, De Augustini, bau deinen X-Win, Ausgabe 65. Und ich freue mich schon auf nächste Woche, einen Teil, und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.